Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X. Das ist jetzt der fünfte Part, nach dem tragischen Ende im letzten Part. Versuche ich, dass es diesmal besser wird. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich noch habe. Ich mache bei diesmal diesen Penner. Was wollte ich sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich erstmal Leben farmen wollte oder so. Deshalb schaue ich mal, wie viel Leben ich habe. Dann werde ich meinen Slop-Tank noch ein bisschen auffüllen, oder generell die ganzen Tanks, die ich habe. Und dann schaue ich mal, was mir noch fehlt. Warte einen Moment. Ach, 2 Leben. Okay, das geht. Jo. Wie ihr seht, das die Wald-Stage, kann man auch sagen. Ist schon ein toller Wald. und hier kommen wir schon zum nächsten Herzfang. Ne, so schaffen wir es nicht. Oh, knapp. Werde ich auch noch im Skype angeschrieben. Egal. Jetzt nicht. Jetzt machen wir noch den Boss von Farmor. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Nur hat nicht viel HP. Noch mehr Nachrichten. Lol. Ja. So viel zum Thema einfach. Ich bin einfach nur sauer aus der Übung. Dann noch. Mit Tastatur. Jo. Wir müssen im Prinzip eigentlich immer nur unter dem drunter und den Kopf treffen. Und wenn er dann mal seine Arme schwingt, drüber schwingen und so. Und seine hässliche, fette Fresse treffen. Da. Ja, ich wollte springen. Oh shit. Arschloch, ey. Ich mag den Boss nicht, wo man die HP nicht sieht. Ach, jetzt dampft er schon. Vielleicht wir haben ihn bald. Schon bei der Hälfte lecker. Naja, die einseitig der Boss. Kann man halt nicht viel dazu erzählen, ne? Wie Sigma. Okay, das habe ich gerade verdient. Ich dachte, ich hätte ihn schon. Benner, greif mich an. Nicht wirklich. Bam. Komm her, Kapsel. Kapsel enthält einen neuen Typus von Körperrüstung. Es wird deinen Schaden reduzieren um 50%, also man hat noch halb so viel Schaden. Praktisch, ne? Wow. Das nenne ich mal Mega Man. Hallo? Ja, geht doch. Yep. Auch sorry, dass ich im letzten Part etwas leise war. Das lag daran, weil ich um 20 Uhr im Zug nach Hause kam. Es ist sonntags gewesen.
Meine Eltern haben gepennt und ich musste den Leiden machen. Und trotzdem hatte ich den Penner vom Narkom-Apparat. Denke ich jeden Tag. Naja, egal. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Das ist nicht mehr allzu tragisch. Können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Eben, danke. Hey, Penner. Oh. Geht doch. Oh, ich bin diese Scheiße. Ich will schön Leben haben eigentlich. HP. Nein. Ihr greift mich nicht an. Guck mal, wieder so ein Megabot. Na doch nicht. Verkackt. Hallo. Das war schon. Spring raus. Los. Hey. Ach, wieder. Hallo, raus. Hey. Geht doch. Penner von Mega Man. Du Fighting Harzer. So, der macht sich jetzt eigentlich ziemlich oft unsichtbar, da kann man nicht angreifen. Und hat einen ziemlich großen Angriffsradius. Und, jo, er ist ziemlich schwer, kann man mal sagen. Hey, greif mich an. Hier bin ich. Doch auch mal mega hart, geil. Wieso schießt du nach links? Ja, ja, noch. Jo! Haben ziemlich lang gebraucht. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch zum Boss von der anderen Stage, dann mache ich einen Cut und
schon ein Part drauf. Besiegen wir den. Holen unser ganzes Zeug per Hadoken. Jo. Auf geht's zum letzten Boss. Feuer. Bume Kuwange. Ich treffe dich wieder. Jo. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt doch einfach ein Part beenden. Da ich da gestern schon war. Oder ihr schaut das jetzt noch ein bisschen weiter an, wie ich den Turm erklimme. Oder es versuche. Diese Orgelmusik, ey. Kann ich mir mitsingen. Ich hasse diese verfickte Stage. Ich darf nicht singen. Diese beschissene Schildkröte. So, jetzt können wir jetzt einen Instant Death stacheln. Wo ich euch ein Ego-Ad-Perk-Bonus hingelegt habe. Ja, für die, die es nicht wissen, Ego-Ad-Perk, das ist ein erfundener Charakter von Marco und mir. Ist auch einen eigenen Channel. Ist noch nicht allzu bekannt. Und jo. Das wird wahrscheinlich noch. Hoffe ich. Oh, wieso springst du runter, du hässliches Stück Scheiße? Ich sag, du sollst Boost machen, du sollst doch Boost machen. Oh Gott, ey. Hallo? Was ist das für ein Dreck gerade? Jetzt lupft mich auch noch am Auge. Meine Nase. Ich hasse diese Stage. Meine Nase juckt. Ach ja, was ist denn für ein Scheiß? Okay. Ja, jetzt sind wir schon gleich beim Boss. Das ist unter 15 Minuten. Das war nicht der zeitwierigste Part, den ich glaube ich gemacht habe. Ein Boss, eine Stage halt eben nur. Ein Part. Aber es waren immer so. Ich habe vor, dann in einem Part die ganzen Sigma States zu machen. Also, abgesehen halt eben vom letzten Boss Sigma halt, ne? Aber die Stage mit Vile und diese komischen Spinnenvieh-Dingen. Übelste Brutalophie. Hoffe ich jetzt eh nicht, aber versuche es wert. In die Eier!
Sache, ey. Sogar da noch geschafft. You get Boomerang Cutter. So Leute, dann verabschiede ich mich mal und wir. Ach na, das darf ich mal laufen. Endlich! Wir haben Sigmas Versteck gefunden. Lass uns hineingehen und geben der Sache ein Ende. Und diesem Krieg gegen die Menschen. Jo Leute, wie gesagt, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in Part 6. Tschüss.